Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Stefan, gefühlt darf ich, glaube ich, heute zum ungefähr 10. Mal die Petersberger Gespräche moderieren. Und ich muss sagen, dass die Freude darüber, die innere Freude jedenfalls, immer noch anhält. Es ist eine der wirklich herausragenden Markierungen in dem Jahr, in meinem Jahr. Und ich bin sehr froh, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Stefan Hutmacher hat angedeutet, dass wir in den letzten Monaten sehr intensiv über das Programm gesprochen haben und ich habe ihn ein bisschen begleiten dürfen in der Gedankenbildung, hier und da auch in der Auswahl. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine herausfordernde, aber auch sehr schöne Aufgabe. Und dabei habe ich wieder mal erlebt, was Stefan Hutmacher für ein ganz besonderer Kerl ist. Er macht das mit einer Intensität, mit einer Leidenschaft, mit einer Sorgfalt und mit einem unbedingten Erfolgswillen, der einmalig ist. Und das sage ich nicht einfach so daher, sondern das sage ich auf dem Hintergrund eines jetzt schon etwas längeren Lebens. Er ist mit seinem Team etwas ganz Besonderes und ich glaube, nur so kann man erklären, dass diese Veranstaltung, dieses Event, die Petersberger Gespräche, inzwischen zu einer Tradition, zu einer gereiften Marke geworden sind. Und deshalb wissen wir, dass heute alles wieder ganz wunderbar und großartig sein wird. Eben nicht nur die Vorträge, sondern alles drum und dran, das herausfordernde Kulturprogramm. Und weil wir wissen, dass es großartig sein wird, können wir etwas tun, was man natürlich sonst überhaupt nicht tut, nämlich ihm und seinem Team jetzt vorab schon mal ganz herzlich Dankeschön sagen. Nun, bevor ich die Referenten ankündige und durch das Programm führe, würde ich gerne wagen, ein paar Worte zu dem Denkrahmen zu sagen, so wie ich ihn für mich als Einbettung in das, was uns erwartet, sehe. Und dabei geht es um das überkommene, seit Jahrhunderten, sagen wir, seit Galileo gereifte wissenschaftliche Weltbild, das sich, wie ich empfinde und glaube, in einem gigantischen Umbruch befindet. Man könnte gerne, wenn Sie wollen, das große Wort eines Paradigmenwechsels bemühen, aber vielleicht geht das zu weit. Nun, was war der Markenkern des überkommenen naturwissenschaftlichen Weltbildes, das, wie wir alle wissen, weit über die Naturwissenschaften gestrahlt und gewirkt hat, sogar tief in alle anderen Wissenschaften, sogar tief in unsere alltäglichen und grundlegenden Bedürfnisse des Verstehens und Analysierens uns erst recht in die Kunst des Argumentierens, wenn wir eine Sache erläutern oder bewerten und für richtig und wichtig halten oder für falsch und unbedeutend. Dabei ist oder besser war es die Vorstellung, dass die Welt in all ihren Erscheinungsformen der Natur und Gesellschaft so etwas wie ein dicht geknüpftes Netz oder Gewebe von Ursache-Wirkung-Beziehungen ist, von denen fast jede in ein Naturgesetz gefasst ist und Ziel und Zweck von Naturwissenschaften war und ist es, diese Gesetze zu enträtseln, sie möglichst, und das ist dann die Krönung, in ihrer mathematischen Form zu finden und zu beschreiben, um damit die Dinge grundlegend zu verstehen, also ein Verständnis der Welt zu bewirken und auf dieser Grundlage der Naturgesetze sogar die Vorhersage zu wagen. Wir können dabei gerne an die Keplerschen Gesetze der Planetenbahnen denken oder die fluiddynamischen Gesetze von Navier und Stokes für die Entwicklung des Wetters oder, wenn Sie wollen, die heute ja so heiß diskutierten Klimamodelle oder die Gleichgewichts- und Preisbildungstheorien der Ökonomie. Nun, man könnte mutmaßen,
weil das ja mal mein Ding war, das ich weiter ausführen würde, dass dieses Weltbild durch die Chaostheorie seine Grenzen gefunden hat. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass ich mal sehr aktiv in der Chaostheorie war, die ja festgestellt hat, dass man zwar die Gesetze der Welt häufig bis hin in ihre mathematische Formulierung finden kann, verstehen kann, aber dass eben diese Gesetze häufig für eine praktische Prognose eben doch nicht taugen, eben wegen dem Chaoseffekt. Und Sie wissen, da macht ganz besonders den Wetterleuten das Leben schwer. Und inzwischen weiß man, und das ist gar nicht so sehr bekannt, und das finde ich ganz bemerkenswert, und deshalb ist es vielleicht auch für Sie neu, inzwischen wissen wir mit Sicherheit, dass die Chaoseffekte auch in den Gesetzen, in den naturwissenschaftlichen Hintergründen der Klimaentwicklung wirken. Und das bedeutet in der Folge, dass eine langfristige Klimaprognose prinzipiell unmöglich ist. Das wird wenig propagiert, aber das ist nicht eine Erkenntnis von mir, sondern das steht so in dem wissenschaftlichen Anhang des IPCC-Reports, der den Politikern und der Presse, glaube ich, nie zugänglich gemacht worden ist. Aber das ist so. Aber das ist nicht mein Weg heute. Heute geht es mir darum, deutlich zu machen, dass das auf Naturgesetze abzielende und aufbauende Weltbild ersetzt wird. Und was ist der neue Markenkern des neuen Weltbildes, das um sich greift? Es ist die Korrelation. Alles ist Korrelation. Sie können es auch gerne anders nennen, etwa Muster in Daten oder was Ihnen auch immer treffender erscheinen mag. Aber letztlich geht es in diesem neuen Weltbild, in dieser neuen Technologie, um Korrelationen. Und natürlich ist die Idee, nach Korrelationen zu suchen, nicht neu. Sie ist zentraler Bestandteil von Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Aber wenn man die gigantischen Datenmengen mit mächtigen Computern paart, findet man Myriaden von scheinbar nützlichen Korrelationen und so formt sich das neue Weltbild, demzufolge die Welt nun als ein Geflecht oder Netzwerk von ineinander gewobenen Korrelationen begriffen wird. Und wie problematisch es ist, mit Korrelationen zu argumentieren und zu arbeiten, ist uns allen bewusst. Und ich gebe ein einziges Beispiel, man könnte natürlich ganz viele geben, und das ist das Problem mit der Erwärmung des Planeten. Da gibt es die Tatsache, dass es scheinbar eine Korrelation zwischen dem Anstieg von CO2 und der Erwärmung des Planeten gibt, als Beweis ansehen dafür, dass tatsächlich CO2 die Erwärmung treibt. Wenn man die historischen Daten anguckt, es geht ja bei Korrelation immer um große Datenmengen, dann findet man in der Tat über viele Jahrtausende eine Korrelation zwischen CO2-Gehalt in der Atmosphäre und der durchschnittlichen Temperatur des Planeten. Und nun gibt es andere, das sind die sogenannten Klimaskeptiker, die sagen, ja, es könnte aber auch umgekehrt sein. Es könnte so sein, dass die Erwärmung des Planeten das CO2 getrieben hat, jedenfalls erdgeschichtlich, wo ja keine menschlichen Einflüsse gegeben waren. Und in der Tat, wenn man nun mal feingranular, soweit man das kann, in die Zeitreihen von CO2-Gehalt und Temperatur schaut, dann sieht man tatsächlich, dass in vielen Einzelbeispielen das Hochgehen der Temperatur mit CO2 in der Weise zu korrelieren scheint, dass erst die Temperatur hochgeht und dann das CO2 folgt. Und das nehmen die dann wieder als Beweis. Nun, das Problem ist, dass wir heuristische Ideen über den Zusammenhang zwischen Erwärmung und CO2 haben, aber keine grundständigen naturgesetzlichen Zusammenhänge bis heute modellieren können. Wir modellieren sie, aber diese Modelle sind heuristisch. Und so ist der tatsächliche, gesicherte Zusammenhang
ich würde nicht sagen weitestgehend offen, aber im Prinzip immer noch offen. Und solange das so ist, ist es sicher nicht verkehrt, davon auszugehen, dass CO2 ein Treiber ist. Wie sehr es ein Treiber ist, das ist allerdings offen. Und da sieht man an dem Beispiel sehr schön den Unterschied zwischen fester, naturgesetzlicher Argumentation, die Sicherheit bringt, soweit Naturwissenschaft Sicherheit liefern kann, und der Idee, zwischen Korrelationen hin und her zu argumentieren. Und natürlich, je mächtiger die Rechenleistung wird, je breiter wird die Front werden, mit der man in diesem Weltbild eine neue Art von Wissen schöpfen kann. Erst die gigantische Steigerung der Rechnerleistung, die seit der ersten integrierten Schaltung, ziemlich genau vor 50 Jahren, erlaubt, die Korrelationstrüffelschweine zu bauen. Nach dem Mooreschen Gesetz von Gordon Moore, das wir natürlich alle kennen, dem Mitgründer von Intel, verfügen wir heute über eine brutale Rechnerleistung, die etwa das 10 hoch 10-fache schneller ist als die Großrechner von etwa 1968. Als ich meine Diplomarbeit hier an der Universität in Bonn in reiner Mathematik begann und stolz darauf war, dass ich den zur Verfügung stehenden Großrechner des Landes Nordrhein-Westfalen nutzen durfte. Und man muss sich einmal vorstellen, dieser Großrechner, dieser eine ganze Etage füllender IBM 9079094, ja, der ist heute, wie Sie alle wissen, in unseren kleinen Geistern mit einer Rechnerleistung in dieser Größenordnung. Und noch verrückter ist natürlich in dem Zusammenhang wichtig für diese Entwicklung von KI und AI der Preis, oder besser der Preisverfall. Würde man 1968 ein Gigaflop hätte kaufen können, konnte man natürlich nicht. Damals war man in der Größenordnung von Kiloflop-Rechnerleistung. Aber hätte man einen Gigaflop kaufen können zu den Preisen von damals, hätte das etwa 8 Billionen US-Dollar gekostet. Und zwar Billionen, also deutsche Billionen, also 8.000 Milliarden US-Dollar. Und Sie wissen vielleicht nicht, dass heute ein Gigaflop wie viel kostet, wenn Sie es kaufen? Weniger als 8 Dollar Cent. Also ein Preisverfall von 10 hoch 14 in 50 Jahren. Das ist eine gigantische Entwicklung, die es in der Industriegeschichte zuvor nie gegeben hat. Und die ist natürlich auf dem Hintergrund das Backbone dessen, was heute passiert. Auf dieser Denkebene sind die Methoden des KI und AI das zentrale universelle Werkzeug des neuen Weltbildes, das scheinbar alles auf den Kopf stellt und schon jetzt Wirkungen weit außerhalb der Wissenschaften erzeugt. Und noch weitergehend, und das erleben wir, zeigen uns die Social Media, dass man in diesem Feld der Korrelationen und großen Datenmengen etwas kann, was früher auch nicht denkbar war. Es sei denn, man denkt an den Stürmer und die Bild-Zeitung, nämlich gezielt und mit großer Wirkung Korrelationen im politischen und ökonomischen Feld zu erzeugen. Also unsere Art des Weltverstehens, der Interaktion mit der Welt, werden mindestens tiefgreifend erweitert, aber wahrscheinlich eher radikal verändert. Und hat man sich erst einmal diese Art des Weltverstehens einvernommen und daran gewöhnt, wird man sie zukünftig so für selbstverständlich halten, wie in der alten Welt des Argumentierens und der sicheren Abstützung auf Ursache-Wirkung-Beziehung. Und zum Schluss, und ich denke, da folgen Sie mir alle, darin können große neue Sorgen geboren werden. Etwa Sorgen über die Art der Meinungsbildung und Meinungsvielfalt, aber ganz besonders auch über die Fundierung demokratischer Prozesse und über die Position und Wirkung von Wissenschaft in zukünftigen Gesellschaften. Oder eigentlich Sorgen über alles, was unsere Welt zusammenhält. Ich denke, das ist der Rahmen nach meiner Einschätzung, in dem wir uns bewegen. Und ich sage das, obwohl ich heute in meinem eigenen wissenschaftlichen Feld der Medizintechnik
der computerbasierten Medizin ein Verfechter, ein Anhänger von Methoden von KI und AI bin, obwohl ich über Jahrzehnte erst damit nichts zu tun haben wollte, weil ich immer gesagt habe, ein Mediziner wird sich in einer lebensbedrohlichen Situation der Entscheidungsfindung ungerne auf eine Blackbox verlassen. Das war so mein Credo und deshalb habe ich mich ferngehalten. Aber heute sehe ich das Potenzial und bin entschieden positiver. Nun, wir haben ein wunderbares Programm von 5 Beiträgen durch ganz ausgezeichnete Referenten vor uns. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre neuen Einsichten und Argumente. Wie Stefan Hutmacher schon kundgetan hat, sind, glaube ich, zum ersten Mal in den Petersberger Gesprächen alle 5 Hochschullehrer, also Professoren oder Lehrer und Forscher. Die Kurzlebensläufe sind Ihnen in den Materialien schon vorgelegt worden, deshalb werde ich in meiner Einführung darauf verzichten, darauf noch einmal einzugehen. Und ebenso werde ich in der Anrede der Referenten die Zustimmung voraussetzend oder erhoffend darauf verzichten, ihre ehrenvollen Titel einfach wegzulassen. Und ich glaube, so könnten wir es insgesamt heute halten, in diesem intimen Kreis unserer Petersberger Gespräche. Und damit komme ich zu unserem ersten Referenten, Herrn Gabriel von der Universität Bonn. Und Herr Gabriel wird uns etwas sehr Ambitioniertes vorstellen. Er wird versuchen, eine Einordnung von KI oder eine Ortsbestimmung oder eine Eingrenzung unserer Erwartungen an KI. Wenn man sagt, KI ist das, was die KI-Leute machen, gibt es keine Probleme und Missverständnisse. Das ist ungefähr so, wenn man versucht zu sagen, was ein Mathematiker macht, dann sage ich, wir machen das, was Mathematiker machen. Aber leider gibt das auch keinen Erkenntnisgewinn. Und sobald man dann KI ausspricht und sagt, also von künstlicher Intelligenz spricht, gibt es mehr Verständnisprobleme als Antworten. An diesem Ungleichgewicht wollen wir mit unserem ersten Referenten arbeiten. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Gabriel.